Fast 170 Nachwuchssportler nahmen am diesjährigen kleinen Olympia teil. Es war die mittlerweile 21. Auflage des Jugendturniers. Organisiert und durchgeführt wird die Veranstaltung vom SV Luftfahrt Ringen. Naja, das ist ja mit der Zeit gewachsen. Ne? Wir haben, als wir angefangen waren, waren wir mit Teilnehmerzahlen unter 100. Jetzt sind wir also nah an der 200 schon bald dran. Das ist als für den SV Luftfahrt eine ganz tolle Leistung. Und na klar, sind wir stolz darauf. Und es zeigt, dass Ringen nach wie vor ein beliebter Sport ist. Aus insgesamt 4 Bundesländern und 16 Vereinen kamen die Jungen und Mädchen in das Sportzentrum Adlershof. Für den Nachwuchs heißt es Klein-Olympia. Für die Erwachsenen gibt es 2020 vielleicht kein Olympia. Also das Olympia-Aus, das möglicherweise droht, das entscheidet sich ja nächste Woche. Das hat die Ringerwelt natürlich nochmal beflügelt. Und ich glaube schon, dass wir eine Menge dadurch erreichen, zusätzlich an Publicity bekommen haben. Das bange Warten auf die Entscheidung, denn in Zukunft wollen die Talente von heute ihr Können auch gern bei Groß-Olympia unter Beweis stellen.